Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen war. So. Mal schnell, warum der Wünsche vorbei hier. Gehen wir gleich hin. Können wir mit dem nochmal reden? Der Blick passt auch sehr gut. Ich muss einfach mal in der Nähe stehen eine Weile. Und die Feder. Hallo, Momora. Wieso so? Nox. Und hier vom Bader. Oder auch nicht. Sagt er nicht viel dazu. Dach Nati, wie geht's denn so? Ich glaube, der Gag ist vorbei. Katze. Ich verbluff das alles. Allein Mondstein. So, na dann. Ja. Dann nehme ich natürlich ein paar Schwarzhandschuhe. So, welche haben wir denn genommen? Können wir Knopf die nehmen? Naja. An diesem Update. Nehmen wir die. So, den Hut. Jetzt müssen wir das alles neu zuweisen. Dauert wirklich eine Sekunde. Okay, wir haben hier neue Hüte, ich muss mal gucken. Sehen einige auch interessant aus. Das hat auch was. Kräuterkundlerhut. Nee. Der sieht nicht übel aus. Der sieht irgendwie ein bisschen edler aus. Dann behalte ich den. So, wo ist mein Hufflepuff-Schal? Dort sieht es hässlich aus. Dann nehme ich wieder den Mantel. So wie das muss.
Das hat auch was. Könnte ich gleich nehmen. Der schwarze Look sieht halt einfach zu geil aus. Auf in den Raum der Wünsche. Wir machen nur mit die Location. Okay, hier wollen wir mal rein. Ins Tiergehege. Ah, jetzt haben wir Niffler. Ach, der Arendelle-Dieb, das ist der. Der blaue Niffler. Wait, der kommt dann woanders hin. So, ich habe nämlich was herausgefunden. Wir können hier mit R umbenennen. Das ist mir so lange nicht aufgefallen. Mit C freischalten, mit C beschmüren. Jetzt können wir die Tiere mal umbenennen. Wolkenschwinge bleibt Wolkenschwinge, das ist. Männchen Destralen, weiblichen Destralen, Kind Destralen. Mit Kröte. Okay. Männlicher Destral. So. Einmal Wolfi. Wie heißt du? Nennen wir dich das andere Testral. Mit dem hübschen Pony. Müssen ja auch nicht alles nach Community-Namen benannt sein. Aber. Okay, nach keinem Community-Namen, aber anhand der schönen Mähne können wir doch mal dieses. Das ist Blondie. Die schönen blonden Haaren. Aber. Nur Wolfi. Obwohl Wolfi würde auch das schöne. Die große. Caligo. Ich weiß nicht, ob ich den umbenennen will. Das können wir gar nicht. Ist auch gut so. Die Blütenschmieden können wir auch nicht umbenennen. Das ist irgendwie selbst. Surveyor. Nochmal ein paar Dirikons. Amintestral. So, wie benennen wir dich? Männliches. Jetzt habe ich mich dreimal verklickt. Du heißt Max. Du kennst Max. Und Rico. Das müssen wir alle mal benennen. Wollen wir mal Namen geben, die jetzt nicht. Vielleicht heißt einer von euch so draußen so.
weibliches Diricorn gegen. Das Tabstyle-Mitte und so gut. Das weiß natürlich keiner. Tabsi heißt jetzt einfach, was die gerade. Selbst gegeben den Namen. Umbenennen. Männlich. Tapsi und Flapsi. Vielleicht heißt ein Haustier von euch so. So. So, wie können wir. Wer kriegt einen Krötennamen? Um damit keinen zu beleidigen. Das ist die Ambutschkröte. Eine zweite Kröte haben wir noch nicht, oder? Nö, haben wir voll. Wolkenschwinge, Caligo, Blondi, Wolfi, Max. Ich merke es, Max. Flapsi, Tapsi und Ambutsch. So muss das. Eine violette Kröte. Schade, dass die nicht pink ist. Dann würde es noch besser passen. Ein großer, eine große lila Kröte. So muss das. So, hier mal rein. Dann haben wir das Einhorn und den Phönix. Na, für den. Für den Phönix habe ich ja schon mal einen Namen. Phönix, komm her. Einhorn, Phönix. Können mit dem Phönix nicht interagieren. Das ist ja sehr schade. Brauchen wir noch einen Namen. Wie nennen wir dich? Ja, schwierige Entscheidung. Ich glaube, wir benennen das nach einem Ingame-Charakter. Nach dem einzigen Charakter, der hier natürlich, der zum Einhorn passt. Sirona. So muss das nämlich. Phönix können wir nicht benennen. Das ist äußerst schade. Aha, ja, umbenennen. Da gibt's ja nur einen Namen. Wie man einen Phönix nennen kann. Sekunde, ich muss den mal googeln, damit ich den richtig eingebe.
Fox Senior. Einer der Vorfahren. Wenn nicht der. Kann man sich darüber streiten. Sieht ihm sogar, wie man es heute sogar ziemlich ähnlich. Ich weiß nicht, wie lange die Lebenszeit von einem Phönix ist. Da die immer wieder zur Asche werden und wieder näher stehen. Das müsst ihr natürlich, bei allen mache ich das heute nicht. Ihr zwei. Fox. Und Silverona. Einmal Futter. Untersteh dich. Und verzeih dich hier Flüchern, einem Phönix und einem Einhorn auszusetzen. So. Haben wir noch einen dritten Käfig. Und das Gehege meine ich. Hier können wir mal den Niffler freilassen, wenn es dann noch geht. Den schönen blauen Niffler. So, wo ist denn. Ach so, die anderen sind im Zuchtgehege. Und da müsste inzwischen Nachwuchs gekommen sein. Jetzt haben wir schon zwei Niffler-Babys. Es dürfte langsam zu voll werden. Wir müssen noch vielleicht das eine oder andere loswerden. Die treiben sich doch hier rum. Da sehe ich schon einen. Das glaubt Professor Howen nie. Ach süß. So, dritter Niffler, komm her. Wo bist du? Grüner Ball. Das war nicht der Niffler, oder? Ah, hier ist der Niffler. Dir. Beruhige dich, ich tue dir ja nichts. Die Niffler werden auch gleich Namen kriegen. Mal schauen. Ach, das ist so ein Shiny. Bist du großartig. Das Knurrenluff auch. Nein, der ist deren männlicher. Deswegen. Wir den blauen natürlich behalten werden. Ich nehme dann eher die Jungen mit, verkaufe die, so brutal wie das ist, aber
wusste Baby Niffler. Ivan der Dieb müsste gleich umbenannt werden. Gut, dann Snipplers. So, hier. Rein hier. Du kommst ein neues, schöneres Zuhause. Das ist das Strahlbaby, werden wir dann auch. Das werden wir wahrscheinlich erstmal noch lassen. Das habe ich gerade benannt. Eine schöne Strahlfamilie. Und generell würde ich sagen, dass wir die Brut mal mitnehmen. Und die weiter ein bisschen Geld rauszukriegen. Und wir passen sehr eh nicht alle hier rein. Und jetzt hier, um ein neues Zuhause zu finden. Der blaue Niffler. Freilassen würde ich dich nicht. Aber benennen würde ich dich. Können wir nicht? Schade. Dann, wo sind die anderen Lüfter? Das finden wir ganz schnell heraus. Lüfter. Mama und Papa Niffler müssen doch hier auch noch rumtoben. So, den ersten Niffler. Ich glaube, das ist der weibliche, oder? Der Shiny Männ. Shiny männlicher. Aha. So. Wie benennen wir den? Niffler, Niffler, Niffler. Dann benennen wir den hier, Max. Der andere Max wird jetzt immer gleich mitnehmen. Ein weibliches Mondkalb, da weiß doch, wer das wird. Das ist Scheune. Männliches Mondkalb. Mir gehen die Namen aus. Ja, für Modi haben wir dann noch, da kriegen wir noch ein Tierwesen, was da so nach dem benennen. Oder irgendwann noch eine Lila-Kurze wahrscheinlich. So. Namenssuche. Na, das. Ich hab eine Idee. Na
Serpien. So, Knunnuff. Weibliches Knummuff. Und Pink. Ja, unsere treuen Pen and Paper Zuschauerin. Manches Knummuff. Das ist zwar absolut kein Knuddelmuff, aber so shiny Knuddelmuff. Können wir dann noch was aus der von Mitspielern und Community ziehen und befreundeten Leuten? Ah ja, hier habe ich noch einen. Der muss auch noch benannt werden. Knuddelmuff. Obwohl das eher ein Vogel-Typ ist. Ich hätte da schon was, aber ich will hier keine. Ein kleines Luno. So. Die Jobberknolls müssen noch benannt werden. Die kann ich leider nicht benennen. Sehr schade. Jobberknoll. Jobberknoll. Hier geblieben. So, du bekommst den Namen. Sind hier wahrscheinlich die ganze Folge schon beim Namen benennen. Und dann haben wir das auch mal getan. Zu Pflegi. Ganz gepflegtes Jobberknoll. Max. Süß. So, Jobberknoll. Hier ist noch irgendwo Jobberknoll. Fliegt hier herum. Hier fehlt noch ein Jobberknoll. Die Musik ist einfach zu chillig. So, Jobberknoll männlich. Da haben wir ja leider noch kein Weibchen. Vielleicht sollten wir einfach mal ein Weibchen fangen und das dann frei lassen.
Ja, bis man ein Weibchen fangen, muss dann den Namen kriegt, muss den Namen übernimmt. Die Yumi. Was haben wir hier? Prof, Juno, Scheune, Yumi, Pflegi, Sarah, Serpi, der eigene, die könnt ihr euch gerne Namen für ausdenken. Kann ich leider nicht umbenennen. Der Max. Und, oh, Niffler. Auch noch Niffler-Namen. Niffler weiblich. Dann bin ich dich erstmal um. Und bei der weiblichen Niffler. Du heißt Lumi. Und du bist, wollte ich entlassen, weil wir einen weiblichen gefangen haben. Naja, weiß ich nicht, ob wir das machen werden. So sehr beschäftigen mit der Tierzüchtung, weil ich mir jetzt auch wieder nicht, dass jetzt jedes Tier züchten muss. Eigentlich gibt es noch einige Tierarten, die wir noch finden müssen. So. Wen haben wir hier noch? Wen haben wir hier noch? Wir denken uns einfach einen Namen aus. Bis jetzt Klaus. Jo, irgendwen übersehen? Nö. Dann hole ich mir noch den Distral. Und wenn wir mal, können wir vielleicht direkt doch gleich machen. Direkt gleich, genau. Ein Pelzmantel. Könnte gar nicht schlecht aussehen. Na komm her. Wie ist denn das zu Hause? Ist alles gut. Fantastisch. So, was hat man hier? Der Spruch. Könnten hier noch ein bisschen umdekorieren machen. Aber ja, später vielleicht.